man muss sich so anziehen als Verkäufer auf dem Markt, dass man nicht friert. Wenn es wärmer ist, kann man Zwiebel entkleiden. Das ist die Hauptdevise. Ja, wie war es heute Morgen? Wie viel Grad waren es denn morgen? Heute Morgen waren es nicht, es waren so 4-5 Grad heute Morgen. Aber gestern Morgen. Aber minus, oder? Ja, aber wir konnten froh sein, dass gestern Morgen heute nicht ist. Wir haben heute, gestern waren es 11 Grad. Und seht ihr was? Wenn ich keine Kartoffeln gekauft hätte. Aber nicht hier in Mainz, es war außerhalb von Mainz 11 Grad. Ja, das war zum Beispiel der Übung in Kindsheim. Das sind gleich 2-3 Grad Unterschied. Ja, weil hier in der Stadtmitte ist es doch viel, viel wärmer, oder? Ja, das merkst du da in allem. Ja. Ja. 2 Grad, nicht 3 Grad, 2 Grad sind die Unterschiede. Aber trotzdem haben wir jetzt eine Woche lang haben wir jetzt schon schneeweiß hier in Mainz. Ja, aber ich warte auf den 2.2., das habe ich ja schon mal gesagt, den 2.2. Maria Lichtmess, wenn dort den DAX seinen Schatten sehen. Und dann geht ja noch mal 6 Wochen in die Hülse. Hey. 4 Wochen zum Schloch. Ja, 6 Wochen, sagt man. 6 Wochen, ja. Und dann ist noch mal ein schönes, ich meine, der Mathis, der wäre am 8. Der Eis. Jawohl, Mathis. Eis. Früher war in dem Mondbuch, da sind die Dinge noch drin. Mathis, ist das Eis? Bricht das Eis? Bringt Eis oder bricht Eis? Jawohl. Ne? Ist kein Eis, kommt das Eis. Und das haben wir genau 1960, ich glaube, 1956, ich habe Holzrecht gelernt, weil ohne auf dem Zollhafen, haben wir Ende, Anfang März, haben wir auf der Treppe gesetzt, haben unser Essenkännchen gegessen und ab 15. März hat es angefangen kalt und zum Schluss haben wir 1956 34 Grad kalt, da sind die Schubschiebe gekommen und da waren die Felsen, Eisfelsen, anderthalb Stockwerke hoch gewesen, haben wir Ende März 34. Am Anfang war es richtig warm. Aber jeden Tag haben wir Wintermonate haben wir auf der Treppe gesessen im Zollhafen und haben nur eine Essengänse gegessen. Ja. Interessant, gell? Jetzt sag mal, was machst du denn hier mit deinen Eiern da? Die frieren die nicht ein hier? Nein. Erstmal kommt, wenn wir ein Thermometer stellen, haben wir bestimmt gleich 2-3 Grad warm. Okay. So, weil wir hier 6. Ja? Auf dem alten Zar, 1,80. Also, so. Ja, und wenn ich jetzt die Eier hier kaufe und nach Hause schleppe und länger rumlaufe, dann ist es gefährlich, oder? Ja, nee. Ich drehst sie nicht bei, die Eier hast du in einem Behälter. Eiweiß, ja, fit, wenn es warm wird. Ist so ein Schutz. Ja, guck doch mal, wenn wir früher Kartoffeln mit der Hand ausgemacht haben, dann haben wir die Kartoffeln auf den Haufen geworfen und das Kartoffelgras zugedeckt, oder? Ja. Und die Kartoffelgras hat schon mal abgeschirmt. Ja. Also, und den Rest haben wir mit Kartoffelfeuer verbrannt. Ja, mal schon die Kartoffeln so gut geschmeckt. Ja. Also, dann genießen wir mal noch jetzt wie lang? 2 Tage mit der Kälte und dann ist Schluss. Hm? Nein, wenn am 2. Ja, okay. Es wird wärmer. Ja, wenn auch die Sonne scheint, jetzt am 2.2. Die Sonne scheint, dann geht der DAX um 6 Wochen hin. DAX, der Lichtmesswoche geht das. Jawohl, Maria Lichtmess. Ich komme die nächste, vielleicht mal. Also danke. Tschüss.